Professor Zimmermann, lassen Sie uns über den US-Präsidenten sprechen, Donald Trump. Treffen solcher Art sind nicht unbedingt Lieblingsveranstaltungen von ihm. Wie würden Sie sagen, hat er diesen Gipfel, welchen Stempel hat er diesem Gipfel aufgedrückt diesmal? Naja gut, er war ja natürlich wieder eine dominierende Person, also Medieninteresse konzentriert sich auf ihn und das war wahrscheinlich wichtigste Treffen in diesem Gipfel war das eben zwischen ihm und dem chinesischen Staatenlenker. Was noch aussteht. Ja. Das ist aber wahrscheinlich das Konsequenteste, weil da wird es ja sozusagen um die Zölle und um den zukünftigen Protektionismus in der Weltwirtschaft gehen. Also das Signal wird sehr wichtig sein. Was erwarten Sie von diesem Treffen? Die Signale, die wir bislang hören, sind ja leicht positiv. Wird man sich einigen können? Ja, also es wird keine endgültige Einigung geben. Das wird dann wahrscheinlich in bilateralen Gesprächen vereinbart. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass es einen großen Eklat geben wird, weil Donald Trump hat sich in eine Situation der Schwäche manövriert oder ist in eine Situation der Schwäche geraten. Also er hat keine Verbündeten in der G20 mit seinem Kurs, weil er ja die anderen, die seine Verbündeten sein könnten, eben auch genauso gut mit Zolldrohungen überzogen hat. Er hat eben die Midterm-Wahlen jetzt nicht besonders grandios bestritten. Und außerdem ist ja auch letzte Woche die Entscheidung von General Motors, Arbeitsplätze zu streichen, geht ja auch ganz wesentlich zum Teil auf diesen Handelskrieg zurück. Das heißt also, die amerikanische Mittelschicht und Unterschicht fühlt die gestiegenen Preise auch langsam. Und das sind ja auch da, wo seine Wähler sind. Und trotzdem ist er erfolgreich. Er hat keine Verbündeten oder wenig Verbündete unter den G20. Der Druck im Land selber wächst, weil die Auswirkungen des Handelskriegs zu spüren sind. Wie lange geht das noch gut? Was glauben Sie? Wann? Also wie lange er jetzt noch erfolgreich weiterhin erfolgreich, Politik. Das können wir in Anführungszeichen. Also ich würde es jetzt nicht als wahnsinnig erfolgreich sehen. Er hat ja jetzt China nicht unbedingt zu einer großen... Ich meine den innenpolitischen Erfolg im Land selber. Also wie lange sein Zuspruch noch halten wird. Ja, das ist ja schon am Abbröckeln. Also momentan ist er natürlich mit seiner America First-Politik, indem er dadurch, dass er auch das Migrationsthema hochspielt, was er immer sieht und sich halt eben außenpolitisch sozusagen als starker Mann inszeniert. Das funktioniert schon noch, solange die Wirtschaft noch einigermaßen läuft. Und die ist ja künstlich gepusht worden durch diese massiven Steuersenkungen. Wenn das allerdings mal nicht mehr so gut funktionieren wird, dann kann es leicht sein, dass eben ein kleines Abschmelzen seiner Unterstützung da sein wird. Und das reicht aus, um die nächsten Wahlen nicht mehr zu gewinnen. Donald Trump hatte das Treffen mit Putin abgesagt, mit der Argumentation eben vorderscheinlich wegen des Ukraine-Konflikts. Es gibt aber auch die andere Version, dass er das aus innenpolitischen Gründen abgesagt hat. Ja, das ist anzunehmen, weil er hat ja erst diese Woche, ist ja sozusagen mit den Aussagen seines früheren Anwalts, ist er eben wieder in der Russland-Affäre unter Druck gekommen. Und es ist relativ eindeutig, dass er hier sehr dubiose Weise agiert hat, als er eben in Moskau noch Geschäfte gemacht hat, während er schon Präsidentschaftskandidat war. Und insofern wäre wahrscheinlich ein freundliches Treffen mit High Five oder so mit Putin zu Hause nicht so gut angekommen. Zumal ja auch die Republikanische Partei ja diesen russlandfreundlichen Kurs jetzt durchaus nicht so mitträgt wie vielleicht andere seiner Politiken, also die Anti-China-Politik oder so. Ein kurzes Fazit Ihrerseits, der G20. Weiterhin eine wichtige Plattform, ein Auslaufmodell. Wie lautet Ihr Fazit? Ja, letztlich schon noch weiterhin ein Gesprächsforum. Also zurzeit ist es eben sehr stark blockiert. Es sind eben sehr viele Staatsführer da, die eben auf nationalistische Weise agieren. Und das verträgt sich mit einem Forum wie die G20 nicht. G20 hat auch das Problem, sind immer auch nur 20. Also insofern nicht repräsentativ, aber es ist ein Gesprächsforum und das ist immerhin schon etwas. Vielen Dank, Hubert Zimmermann, dass Sie bei uns waren.